Nochmal, ja, logisch. Prost, mein Lieber. Prost. So beginnt ein Interview hervorragend. Ja, so richtig schön mit einem erfrischenden Sommercocktail. Und ich darf hier in der Kraxelalm, deswegen auch ein bisschen die Geräuschkulisse. Mit Zuschauern, was ganz Neues. Ja, Julian David hier an meiner Seite begrüßen. Lange war es jetzt wieder her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich glaube, letztes Jahr beim Sonntags. Ja, da war es spektakulär. Das war das letzte Interview, ganz genau, richtig. Und jetzt hier mit dem ganz neuen, helfen wir nochmal schnell? Mit meinem neuen Werk Ohne Limit. Ohne Limit. Ja, es ist noch nicht da, deswegen kannst du es noch so nicht ist wissen. Aber der Single-Auskopplung 17 für die Ewigkeit, genau. Die hat man ja schon mehrfach im Radio jetzt in der Vergangenheit gehört. Exakt. 17 für die Ewigkeit, gleich mal ein guter Anfang. Würdest du nochmal 17 sein wollen? Du, die Frage stellt sich gar nicht, weil es geht ja leider nicht. Wenn ich aber 17 sein dürfte nochmal, mit dem Wissen von heute, wäre das, glaube ich, eine Option. Aber bei 17 für die Ewigkeit geht es ja auch nicht um die Zahl, ums Alter. Weil ich finde, Alter ist sowieso nur eine Zahl in dem Sinne, weil man sollte immer so leben, wie man sich fühlt, so alt sein, wie man sich fühlt. Und ich kenne tolle 12-Jährige mit tollen Auffassungen schon und ich kenne super 80-Jährige, die noch sehr jung geblieben sind. Also von daher geht es in 17 für die Ewigkeit eher um das Gefühl, das man mit 17 hat. Diese bisschen Naivität, dieses Unbeschwerte, dass man sich einfach bewahren sollte, zu träumen, träumen zu dürfen, sich zu träumen zu erlauben. Und das ist einfach das, was man niemals aufgeben sollte. 12 neue Titel auf dem brandneuen Album. Ja. Tolle Stücke sind dabei. Ja. Klar. Nicht jeder selber behagt einem, aber sind wirklich durch die Bank. Ich habe es auch schon ein bisschen über das Online gehört. Also man kann es 12 starke Songs, 12 neue durch die Songs. Bandbreite hören. Ja. Ganz komplett. Genau. Mir geht's auch so. Wer hat denn mitgewirkt? Alex Strasser und Alex White sind mein Produzententeam. Die beiden, die das letzte Album von Andrea Berg produziert haben, Mosaik, die auch DJ Bobo machen, die Wir brechen das Schweigen für Helene Fischer geschrieben haben. Also es ist wirklich eine große Ehre, mit den beiden zu arbeiten, denn die wissen zu 1000%, was sie machen. Und ich habe ein weiteres Highlight meiner Karriere direkt nach Andrea Berg in dieses Mikrofon spucken dürfen. Ja, also viel DNA hängt jetzt... Schon vergoldetes Mikro? Andrea hat es schon vergoldet, ich bin auf meinem Weg. Dann drücke ich die Daumen dahin. Danke. Ich habe heute auch ein paar Zuschauerfragen dabei, die haben wir hier noch, ja, unter Verschluss. Ne? Oh ja, ja, das wird immer am spannendsten, ja, ja. Glaube ich. Ah ja, gut. Halb so schlimm. Ja, und für dich jetzt das neue Album, was bedeutet es? Du, für mich ist das nach den 4 Jahren, vor 4 Jahren erschien ja Süchtig nach dem mein Debütalbum, das ist tatsächlich so die Weiterentwicklung, die ich auch selbst gespürt habe. Ich habe mir 4 Jahre bewusst auch Zeit gelassen, beziehungsweise habe mich auch viel auch hinterfragt. Mhm. Es war nicht immer alles einfach in der Zeit, weil es war alles ein bisschen extrem geworden, sowohl von den Haaren, von der Aufmachung, vom Auftreten her, dass ich irgendwann festgestellt habe, hey Julian, das bist gar nicht mehr wirklich du, das ist eine Kunstfigur, die du geschaffen hast, und ich habe das Wesentliche ein bisschen aus den Augen verloren, dass sich Menschen mit mir identifizieren möchten, dass sie sich mit meiner Musik identifizieren können, und deswegen habe ich mich ganz viel auch mit meinem Team, das großartig ist, mit meiner Familie, gerade mit meinem Bruder unterhalten, die immer gesagt haben, hey Julian, atme mal durch. Genieße mal die Erfolge, die du bisher gefeiert hast. Es muss nicht nach jedem Erfolg der nächste kommen. Du musst nicht immer dürsten nach dem, was da noch kommen könnte, was da noch sein könnte, sondern leb mal im Moment. Und das habe ich mir wahnsinnig zu Herzen genommen. Es dauert immer seine Zeit, bis man es selbst versteht. Ich glaube, von außen kann man es immer besser beurteilen als man selbst. Und genau die Zeit hat es gebraucht, bei mir anzukommen, ich zu sein, echt zu sein, zu sagen, hey, ich lasse alle 5 mal gerade sein und genieße das hier und jetzt. Und genau deswegen findet man auf Ohne Limit 12 lebensbejahende Titel. Die sagen, sie ist positiv. Man hat jeden Tag die Chance, sich zu entscheiden, ob man mit einem Lächeln ins Bett geht oder mit Ärger und Nörgelei. Und ich habe mich fürs Lächeln entschieden. Das ist auch gut so, die positive Einstellung, ja. Genau. Wie viel Julian David steckt dann drin im Album? Wie immer komplett Julian David, weil eben ich alle Erlebnisse darauf auch aufgearbeitet habe oder sagen kann, hey, ich kann hinter jedem Titel stehen, ich kann hinter echt stehen, das sagt, wir sind so, wie wir sind und wir werden uns nicht ändern. Und das ist gut so, weil jeder Mensch soll ein Original bleiben und es muss nicht jeder immer alles gut finden. Das muss man lernen, man kann nicht everybody's darling sein. Weil wenn man das versucht, dann regen sich die Menschen vielleicht darüber auf, dass du das versuchst zu sein. Also es gibt immer Ansatzpunkte, aber
das muss man ausblenden. Man muss lernen, dass man sagen kann, okay, es ist okay. Und auch deine Meinung ist dann okay, wenn du sagst, dir gefällt das und das nicht. Muss ich annehmen und sagen, gut, ich nehme es an und wenn ich was ändern möchte, habe ich ja die Wahl, es zu tun. Und deswegen ist auf Ohne Limits so viel von mir drin, dass ich sagen kann, hört es euch durch. Wenn man mich und meine Musik kennenlernen möchte, ist das der ideale Zeitpunkt. Und es gibt auch eine Deluxe-Version, die ich extra mir gewünscht habe, weil ich da Titel meines letzten Albums, meine Lieblingstitel draufgepackt habe, weil sich eben viele Fans aufgrund der Extreme, und Extreme sind, außer bei Roland Kaiser im Lied, ja, das ist hervorragend, aber die sind nie wirklich gut im Leben. Und ich glaube, viele haben sich da nicht dran getraut an die Musik und können sich jetzt mit dem neuen Auftreten, mit meinem neuen Ich, mal die Musik anhören oder auch meine Welt von vor 4 Jahren kennenlernen, weil die Themen haben sich natürlich ein bisschen geändert. Also die Sicht auf die Themen von heute ist eine andere als vor 4 Jahren. Und deswegen hat man so einen Komplettüberblick, wenn man sich das Deluxe-Album Ohne Limit kauft. Und was gibt es sonst noch im Deluxe-Edition drin? Da gibt es noch ein paar Fan-Accessoires oder so. Das ist noch keine Fanbox. Da kommt noch eine Überraschung im fortgeschrittenen Jahr. Aber auf der Deluxe-Edition sind sonst Lieder, die auch noch nie auf dem Album waren. Spektakulär zum Beispiel. War noch nie auf einem Album. Oder Mondlicht, Wir sind nie allein, Mein Kompass zu dir, das Lied für meine Mama, was ganz besonders wichtig ist, denn das ist die persönlichste Geschichte von allen bisher, die habe ich nämlich unmittelbar mitgeschrieben, die erzählt meine Geschichte, die erzählt meine Dankbarkeit, die ich meiner Mama gegenüber habe, weil sie mit so viel Liebe und wenigen Mitteln meinen Bruder und mich großgezogen hat. Und apropos deinen Bruder, mit dem hast du ein Duett. Ja, auch da erkennt man, wie persönlich auch die Geschichten sind, die erzählt werden auf Ohne Limit, denn mein Bruder ist Hobbysänger, er singt sehr, sehr gerne und ich bin großer Fan von meinem Bruder, sowohl menschlich, weil er war immer für mich da, wir haben ein super Verhältnis und es wurde sogar besser, als ich ausgezogen bin sehr früh, weil da fehlt plötzlich ein Teil von dir selbst, merkst du, oh. Manchmal nimmt man ja Dinge für selbstverständlich. Seine Mutter, die um einen rum ist, sein Bruder, deine Schwester, die irgendwie um dich rumwuseln, man nimmt das so hin. Und wenn man weg ist, merkt man, oh, es ist gar nicht selbstverständlich. Und deswegen war es für mich so wichtig zu sagen, komm Marco, so heißt er, wir gehen zusammen ins Tonstudio und bündeln unsere Verbundenheit auf eine CD und zeigen den Menschen, wie schön es ist, einen Bruder oder Geschwister haben zu können. Und das ist auch gleich die erste Fanfrage. Okay. Gibt es da eine Fortsetzung? Machst du mal wieder was zusammen? Es ist nie ausgeschlossen. Also das Tolle bei meinem Bruder war, der hat es natürlich noch nie gemacht, der stand noch nie im Tonstudio, war wahnsinnig aufgeregt und hat auch gesagt, weißt du, Jürgen, du bist Profisänger. Ich traue mich vielleicht gar nicht. Ich habe Angst. Und dann habe ich ihm gesagt, Marco, mir geht's genauso, weil ich liebe deine Stimme. Ich habe genauso Angst, dass ich versage neben dir, Versagensängste. Aber auch die muss man hinter sich lassen. Da schließt sich der Kreis wieder. Lass diese negativen Gedanken hinter dir, weil erfreu dich. Und das war so schön, als wir das beide abgelegt hatten, war es nur noch Spaß. Das war so toll und das kann man auf dem Ergebnis auch hören. Also ich würde gerne nochmal mit meinem Bruder singen, wenn er auch möchte. Sehr schön. So, dann kommen wir jetzt mal zur ersten Zuschauerfrage als solches. Michaela Benkewitz, die hat mal gefragt, was du gerne mal machen würdest im Leben. So eine Besonderheit. Also im Allgemeinen im Leben, was ich gerne machen würde, wäre tatsächlich etwas wie ein Fallschirmsprung. Weil ich Höhenangst habe. Ich habe das noch nie gemacht. Ich müsste mich dafür überwinden, aber das wäre natürlich sehr, sehr spannend, weil auch das wäre wieder im Thema Dinge überwinden, sich selbst überwinden, sich selbst irgendwie sagen, hey, trau dich mal und wenn du gut unten ankommst, wäre das ideal. Runter kommen sie alle. Richtig, ne? Ja. Genau. Dann die Rosi Benkewitz, Verwandtschaft, ne? Ja, die Mama. Ja. Ob du auf dem neuen Album schon einen Lieblingssong hast, fragt sie. Immer die Fragen der Superlative, ja. 12 Lieblingssongs habe ich auf dem Album. Aber wir haben gerade schon drüber gesprochen, das Duett mit meinem Bruder ist natürlich wahnsinnig besonders. Genau. Und auch ringfrei, wo es um die Liebe geht, dass man sagen kann, hey, wir vertrauen uns. Lass uns den Ring frei machen für uns beide. Dann die Christina Ruden. Ja, liebe Grüße, Christina. Genau. Aus Berlin, genau. Woher nimmst du die Kraft, um alles positiv zu sehen, ist ihre Frage. Das ist eine gute Frage. Die Kraft schöpfe ich aus Erfahrungswerten. Denn natürlich ist nicht immer alles rosig im Leben. Nach jedem Hoch kommt auch ein Tief. Und ich war schon ganz oben, bin dann durch das Tal gewandert und merke aber auch, wie schön es ist, weil auch jeder Fehler, in Anführungszeichen, denn man macht nie wirklich Fehler im Leben, das gehört alles dazu und alles bringt einen zu dem Punkt, wo man jetzt gerade steht, ist wichtig für die Entwicklung. Und wer nie am Abgrund stand, dem wachsen keine Flügel. Und ich fühle mich jetzt so, als ob ich meine Flügel wieder ausbreiten kann, mit einem guten Gefühl. Und das sollte man sich immer bewusst machen. Man hat
immer die Wahl im Leben und da ziehe ich meine Kraft raus. Sehr gut. Dann gibt es den Julian David Fanclub Passau. Ja, liebe Grüße. Genau. Und da die Frage, ob du eine Tour planst mit dem Album und generell eine Tour. Also eine Tour gibt es jetzt erstmal zum Album, die Autogrammstundentour, wo man mich gerne besuchen kann. Alle Termine erfahrt ihr natürlich auf Facebook. Und natürlich ist in Planung mit meinem Team, dass wir eine Clubtour machen, wo ich dann Süchtig nach dir und Ohne Limit mitnehme und wir einfach einen tollen Abend zusammen verbringen. Sehr schön, da freuen wir uns drauf. Also wie gesagt, die Termine, die gibt es überall. Dann haben wir die Gabriele Habwimmer. Liebe Grüße. Sie schreibt ja, die Lieder erzählen ja von Leben. Und welches Lied hat dich am meisten geprägt? Am meisten geprägt hat mich mein erster Titel am Ende des Tages, weil ich damit natürlich meine Solokarriere eingeleitet habe. Das war ein wahnsinnig prägender Meilenstein. Und dann, wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, die Nummer für meine Mama, mein Kompass zu dir, weil das, da geht mein Herz auf. Da sehe ich meine Mama immer noch vor mir sitzen, weil ich sie damals damit überrascht habe bei Stefanie Hertel in der Muttertagsshow, wie sie mit ihren Emotionen kämpft. Und meine Mama ist auch jemand, der nicht gerne vor der Kamera steht. Und wenn du eine Kamera plötzlich auf deinem Gesicht hast und ich sehe so, wie sie den inneren Kampf mit sich selbst führt, was mir immer das Herz zerreißt, weil sie eigentlich gerne weinen würde, aber sich dann am Riemen reißt, weil man weint nicht gerne vor Kameras. Und das kann ich ja durchaus nachvollziehen, aber das ist eine sehr persönliche Geschichte. Ja, der Sommer, wie steht's jetzt dieses Jahr noch? Was kommt noch alles auf dich zu in der nächsten Zeit? Viele Fernsehtermine nehme ich an, ne? Ja, also am 19.07. erscheint ja Ohne Limit und dann sind wir sofort am 21.07. damit im Fernsehgarten zu sehen. Dann kommen die großen Schlager-Open-Airs im Sommer, wo ich überall dabei sein darf. Dann kommt immer wieder sonntags und so kommt peu und peu alles Neue dazu. Denn man muss ja auch sagen, nach 4 Jahren, wo man jetzt nichts Aktuelles hatte, muss man sich ja erstmal wieder aufbauen, ja, und das Tolle daran ist, dass letzten Mal ein Kollege zu mir kam, der gesagt hat, weißt du, Julian, eigentlich hast du ja nichts Aktuelles, aber du bist trotzdem überall und auch da muss man dankbar sein, weil das weiß man oft selbst gar nicht, ne, und das finde ich toll, dass es immer noch so ist und dass es jetzt aber wieder so richtig losgeht. Genau. Bevor wir jetzt gleich unser Interview langsam beenden, weil ich habe schon gesehen, wir haben auch schon was. Oh, ja, ja, und da stehen ja auch schon Menschen. Genau. Ja, okay, ja. Ja, ja. Kurze Frage noch, Sommer, Wintermensch, wie gehst du mit dem Sommer um? Die letzten Tage war ja tierisch heiß. Mit der Hitze? Ja, auch da sollte man sich nicht beschweren. Ja, Beschwerde ist immer schlecht, aber ich bin ja auch ein Sommermensch. Also ich kann im Winter was abgewinnen. Ich finde es ganz schön, wenn man gesellig dann irgendwie vor einem Kamin sitzt, mit einem Tee in der Hand, einen tollen Film schaut. Aber im Prinzip bin ich ein Sommermensch, weil ich merke, was der Sommer auch mit den Menschen macht. Ne? Also die gute Laune sprüht dann so durch die Straße gefühlt. Mit jedem Kleidungsstück, mit jeder Schicht, die man ablegen kann, kommt irgendwie jeder auch zum Vorschein und strahlt wieder und deswegen gerne Sommer. Vielleicht nicht die Extreme, es muss für mich nicht 40 Grad sein, im Winter darf es aber auch nicht minus 20 sein. So Dauer 23 bis 26 Grad wären ideal. Das wäre super, da hätte ich auch nichts dagegen, da schließe ich mich dann an. Und deine Moderation beim Radio, Fernsehen und so weiter, geht auch nach wie vor weiter? Ja, toi toi toi, Klopf auf Holz. Wahnsinnig dankbar, dass ich das alles ausprobieren darf, dass ich in diesem Entertainment-Sektor stattfinde. Denn eben, was du schon gesagt hast, ich moderiere eine Radioshow, ich habe Fernsehshows moderiert, ich moderiere inzwischen Veranstaltungen große und habe auch schon geschauspielert. Und in 40 Jahren würde ich gerne als Entertainer gelten, so wie früher vielleicht Peter Alexander, der alles vereint hat. Natürlich ist mein Kerngeschäft Singen. Aber es wäre so schön, wenn ich in 40 Jahren immer noch das machen darf, was ich mir erträume und immer meinen Traum immer noch leben darf. Und dann wäre alles ganz, ganz fest die Daumen und wünsche dir für die Zukunft und gerade jetzt auch mit dem neuen Album alles, alles Gute. Ich danke dir. Vielen lieben Dank und liebe Grüße an alle Zuschauer. In diesem Sinne, herzlichen Dank und bis bald. Bis bald.